après-midi, messieurs, dames, c'est un massacre de la chorale profane. Guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und ich habe mir gekauft ein Wörterbuch Englisch, Französisch, Larousse Advanced Dictionary, New Edition, French, French, English, Anglais, Français, steht nochmal French dick drauf. 400 000 Translation, das glaube ich sofort. Und in diesem Wörterbuch gibt es einen Mittelteil, der auf Englisch und Französisch geschrieben ist. Cultural Supplement, Cahier Culturel. Es geht um Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise. Und ich bin angekommen in der Renaissance mit William Shakespeare als berühmtesten Vertreter englischer Renaissance-Sprache. Und ich fange auf Englisch an und dann geht es auf Französisch weiter. Renaissance. Renaissance, universally recognized as the greatest writer in the English language to the present day, William Shakespeare, 1564 till 1660, was also England's foremost Renaissance figure. As the most frequently quoted writer in the English-speaking world, his influence cannot be overstated. With Shakespeare and later writers such as John Milton, 1608 till 1674, came the emergence of the early modern English. Jetzt auf Französisch. La Renaissance, reconnue universellement comme le plus grand écrivain de la langue anglaise, William Shakespeare, 1516 à 1616, fut également l'une des figures littéraires majeures de la Renaissance en Angleterre. En Angleterre, l'influence de cet auteur, le plus souvent cité dans le monde anglophone, a été colossale. C'est avec Shakespeare et plus tard dans l'œuvre d'autres écrivains tels que John Milton, 1608 à 1674, qui apparut l'anglais moderne naissant, early modern English, l'anglais moderne naissant, haben die Franzosen übersetzt. Und dann gibt es hier eine Quelle, das gefällt mir sehr gut, diese Abbildung von Quellen. Das ist ein Bild aus dem 19. Jahrhundert von Louis Koblitz gemalt. So hat er sich Shakespeare vorgestellt. Louis Koblitz, 1814 bis 1863. Das kann ich noch kurz in die Kamera halten. Hier bitte. Und dann geht es weiter mit The King James Bible. The King James Bible, La Bible du Roi Jacques. Roi Jacques. Die Bibel hat ein Datum, 1611. Ja. Das ist schon keine Renaissance mehr. Oder doch? Ja. Weiß ich nicht so genau. Bis wann? Ich glaube 1650, kann das sein? Ja. Oder ist das schon Barock? Ich weiß es nicht. So. Bevor ich mich verplappere und irgendwas Falsches erzähle, mache ich Schluss. Und dann geht es mit The King James Bible, La Bible du Roi Jacques weiter.
weiter. So, tschüss.